So, und weiter geht's mit, ich hab's gelernt mittlerweile, Senua's Saga Hellblade 2. Wie krass es aussieht, immer noch. Ich glaube auch in, ich weiß nicht, wie lang das Game ist, ich glaube auch noch in 15 Stunden werde ich hier sitzen und alle 10 Minuten sagen, Alter, sieht das crazy aus. Ich fühle mich einfach, als wäre ich wirklich da, wo sie gerade ist. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld hier reingeflossen ist, dieses Game so aussehen zu lassen, wie es aussieht. Und das Geile ist ja einfach, manche Games sehen einfach aus wie komplette Grütze und laufen dann mit 40 FPS, weil es einfach Mülloptimierung ist. Und das hier sieht aus wie das echte Leben und läuft flüssig. Das Spiel ist mega. Kein Scheiß. Ich bin echt geflasht. Ist wirklich krass. Da habe ich nur den Wald verpasst. Ja, aber der ging auch nur 10 Sekunden. Und dann sind wir auf der anderen Seite wieder raus und waren hier. ist eine starke Preiserhöhung. Oh shit. Nein, 7,5 haben die Liegestütze immer gekostet. Ey, wir können auch die Liegestütze für Bits verkaufen, ne? Ich bin ja human, dass ich sage, wir nehmen Kanalpunkte. Ich kann auch sagen, wir nehmen 500 Bits für 10 Liegestütze. So 5 Euro für 10 Liegestütze fände ich schon fair, ne? Das ist ja Arbeit. Was man gut kann, soll man nie umsonst machen. Und Liegestütze kann ich verdammt gut. Also. Was ich glaube, ihr Mann ist ja ermordet worden. Und dann hieß es immer im ersten Teil, ihr Mann ist ermordet worden von Nordmännern. So, und ich glaube, das sind die, wo wir jetzt sind. Nice, Parry. Und RIP. Stark. Stark, stark, stark. Nice, Parry. Oh mein Gott, der hat seine... Der wirft Äxte nach mir, Alter. Das ist neu. Oh, Junge, diese Kämpfe sind crazy, Alter. Wieder ein Parry. Und RIP. Stark. Wenn wir gleichzeitig zuschlagen, warum kommt sein Angriff durch und meiner nicht? Bro, was geht jetzt ab? Drakaris, Alter. Er macht einfach Drakaris, Digga. Junge, was passiert hier?
Scheiß. Stark, stark, stark. Okay, wie lange geht es hier? Okay, das Kampfsystem ist crazy, Alter. Da muss ich erstmal reinkommen. Das Kampfsystem ist crazy. Nice, Parry und Rip. Stark, stark, stark. Okay, das Feuer muss ich dodgen. The fuck? Parry und Rip. Okay, ich glaube... Aua, Alter. Ich glaube, unser Spiegel lädt sich immer auf, wenn wir parieren. So, das heißt, wenn der Spiegel sich auflädt, haben wir sofort diese Zeitlupe ready, sozusagen. Alter, Junge, was ist denn mit diesem Kampf los, Digga? Ist es ein Kampf oder eine Cutscene? Parry. Auch diese Hintergrundmucke macht mich fertig, ey. Ich glaube, wir haben es geschafft. Krass, Alter. Okay, aber anspruchsvoll, muss ich sagen. Also die Kämpfe sind schon anspruchsvoll. Die sind jetzt nicht ultra hart oder so. Die kann, also kannst du gut schaffen, aber das, wir sind auch noch ganz am Anfang. Digga, er ist aber auch ganz schön hässlich. Wird das jetzt der Bossfight oder... Angriff und Paraden laden den Spiegel auf. Ja, mir ist gerade bei den Paraden ist es mir gerade aufgefallen. Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe nur schwere Angriffe benutzt. Ich habe nicht einen schnellen Angriff benutzt. Ich habe immer rechte Maustaste gedrückt. Für Liegestütze, vertrau. Die Liegestütze spiegeln dein Gameplay wieder. Oh fuck. Also, mir passiert viel zu viel auf einmal hier. Ich bin übelst überfordert. Also, es ist geil, aber ich bin verwirrt. It all just stopped. Yeah, it's daybreak. She'll have to hide from the light now. But she will hunt us. Find our trail as soon as she can. You're not safe now. Let's go. Ich bin echt schon wieder am Überlegen, was von dem, was passiert, passiert in ihrem Kopf und was passiert wirklich. Ich bin wirklich froh, dass wir dieses Game heute angefangen haben. Ich habe überlegt, ob wir erst God of War 1 machen. Und dann dachte ich mir, nee, ich habe hier mega Bock drauf und ich bereue es nicht. Tip Hitada.
Okay, okay, Bildungskanal. Wir sind ein Bildungskanal. Und ich hab das in God of War schon so oft gehört. Was ist ein Draugr? Ist im skandinavischen Volksglauben ein Toter, der in seinem Grabhügel weiterlebt und für die Menschen seiner Umgebung eine große Bedrohung darstellt. Also sind Draugr im Endeffekt Wikinger-Zombies. Okay, danke dafür. Das hat mich schon immer mal interessiert. Seit God of War hat mich das interessiert. Untote. Ja, Wikinger. Sag ich auch. Wikinger-Zombies. Das war eine gute Entscheidung, ja. Auf jeden Fall. Ich bin geflasht von dem Game. Also, ich meine, guck mal, wie krass es aussieht allein schon. Und bei Teil 1 war ja dann noch so ein bisschen die Performance ein Problem, dass die FPS halt die ganze Zeit all over the place waren. Aber hier muss ich sagen, bis jetzt läuft es ja echt geil durch. They have no hope. To my cost. To everyone's cost. She haunts this they land. Have lost from here everything. To my village in Red Hills. If we go with him, she will find us. We will find her. Maybe you can fight her, Senua. Was ist, wenn ich hier lang laufe? Es ist derselbe Weg? Nee, es ist nicht. Aha. Lore. Before Grettir's eyes, making him afraid to be alone. He saw all sorts of phantoms wherever he looked. And thus, people who see things that aren't there are said to have glamour's eyes. Glamour's eyes. Also im Endeffekt gerade so ein bisschen Lore dazu, wie man psychisch Kranke praktisch in der Wikingerzeit angesehen hat. Aber generell, also bei denen hieß es jetzt Glamorous Eyes oder Glamorous Augen oder so. Aber ich glaube, relativ viel, was du halt so früher an irgendwie an Priestern hattest oder Leute, die mit Göttern reden können und was weiß ich, was so gerade so im Mittelalter und so. Oder irgendwelche Schamanen auch bei irgendwelchen Stämmen oder so. Ich glaube, da war relativ viel so auf psychische Erkrankungen, weil die halt einfach vielleicht Halluzinationen hatten und dann gesagt haben, boah, ich sehe das und das und das war gar nicht da. Und die Leute dachten, krass, der hat übernatürliche Kräfte. Der kann mit den Göttern reden einfach. We need to go there. He knows. He knows. You know it? Can you tell me how to get there? Yes, but why would you want to go there? I'll kill you. Worse. You need to go there, Senua. Don't doubt. Don't be. Was los, Keep Smile? Was so lustig? He will show you the way. You don't need that monster. What was the name? Thorcaster. By the gods. What a terrible thing this is. Und ganz viel Drugs? Ja, mit Sicherheit auch. I believed that with time
claw back our land. He wished that, but he didn't believe it. He has no hope. Well, this gets darker, bloodier with each day that passes. He is asking for help. He didn't ask anything. He did. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich so fucking Begleitquests hasse? Ich hasse es, irgendwelchen Leuten hinterher zu dackeln. Ich zocke ja auch gerade wieder Assassin's Creed Odyssey, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Junge, und diese Begleitquests, Alter, es gibt so viele, immer diesen Leuten hinterher zu dackeln. I hate it. Er lebt noch. He will die. Draugr. Or simply starvation. Don't doubt, Senua. If the Draugr took him, it would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. She saw it. Not just a monster. She saw it. A ray of light. He is evil. There is no choice. So stupid. Not listening to us. Stupid. She is saving him. That monster. Our wound looks bad, Þorgestur. I don't want to talk well, to if you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. Not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is, Ildtoiga. So many questions. She's a giant. They awaken at sundown. Ildtoiga. Ildtoiga. A giant. A cursed land. But now she has help. Eine Riesen. Many have tried to fight them, but all have failed. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Sklavenhändler noch gut wird. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants, they hide by day and hunt at night. You may think, well, at least there's some respite by day. But know this, the nights grow longer. And come winter, there is no day, just endless night. Ach so, wegen Stifte raus? Okay. Mich triggern extrem die zwei Stimmen. Ja, aber das sollen sie, glaube ich, auch. Weil ich glaube, diese Stimmen sollen dich triggern, dass du dich wirklich fühlst wie jemand, der eben diese Krankheit hat und zum Beispiel schizophren ist und der auch die ganze Zeit Stimmen hört, die ihm sagen, das machst du falsch, das machst du falsch. Hör auf, du verlierst sowieso. So nach dem Motto. Und so fühlen sich, glaube ich, auch die Leute, die halt diese Erkrankung haben, teilweise. Also, wie gesagt, wenn auch die Entwickler hier wirklich in der Psychiatrie waren, um sich da... um das hier so realistisch wie möglich zu machen und um sich da direkt Meinungen aus erster Hand zu holen. Ich glaube, da ist schon was dran. Ich momentan Dragon Age. Oh, Dragon Age haben wir angefangen hier, 3 Folgen. Also ungefähr 3-4 Stunden haben wir Dragon Age gezockt. Hat mich gar nicht abgeholt, habe ich wieder abgebrochen. Dragon Age hat mich nicht so abgeholt, muss ich leider wirklich sagen. War nicht mehr meine Welt. Filat, ich wünsche dir eine gute Nacht. Du kannst ja den Rest auf YouTube nachholen oder im VOD, wenn du magst. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Bis zum nächsten Stream. Morgen oder übermorgen. Und schlaf gut. My settlement. I led my people here. Promised them a new life. Ich muss auch sagen, das Problem ist, sorry, ich muss immer Pause machen, wenn ich was erzähle, sonst laber ich ja rein und dann ist auch Kacke. Dieser Sklavenhändler hier, ich finde den von Grund auf, von der Optik und so, finde ich den eigentlich sympathisch. Ich finde den eigentlich, der sieht sympathisch aus, der sieht nett aus, ist aber Stand jetzt halt noch ein Wichser, so wegen Sklavenhändler, hat uns angegriffen etc. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der ein relativ cooles Character Development kriegt und noch gut wird. So, dass er seine Fehler einsieht oder irgendwie so in die Richtung. Könnte ich mir vorstellen. Wenn es passiert, werde ich sagen, ich habe es euch gesagt. Wenn nicht, dann habe ich nie was gesagt.
enslaving people. Ildtøyger stalks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. Ich muss jetzt in meinen Schlafsack, kann mir kein Bett kaufen, da kein Gehalt für einen Jäger. Ich hoffe, du hast jetzt schlechtes Gewissen. Nö. Nö. Ich doch nicht. Ich habe überhaupt kein Gewissen. Oh, Alter, sieht das geil aus. Gerade mit den Sonnenstrahlen noch so durch das Haus durch. Alter. Boah, ich glaube, warte mal. Das wird mein Thumbnail. Ich muss kurz einen Screenshot machen. Das wird mein Thumbnail. Das sieht geil aus. So, das wird mein Thumbnail für YouTube. Sehr schön. Was ist denn mit ihr? Ich bewege mich nicht gerade. Aber sie läuft einfach von allein. Have a look around you. Have a thought as to who your real enemy is. What does he mean? Who is the real enemy? The giants are the real enemy. No honor. He said there was no honor in the enslaver's path. Which path did he choose? This place has secrets. She needs to find out. Die Riesen sind der wahre Feind. Okay, auf die Riesen bin ich auch gespannt. Ich mache mich jetzt auch auf. Schau mir den Rest bei YouTube an. Hab dich ja jetzt bei Twitch. Da bekomme ich es ja mit, wenn du streamst. Guck, dass unterm Stream die Glocke an ist, dann kriegst du Benachrichtigung von Twitch, wenn ich live gehe. Im Normalfall, je nachdem, was hier so ansteht bei mir, streamen wir so im Zwei-Tages-Rhythmus. Wie gesagt, ansonsten schau gern bei YouTube vorbei, Ausrufezeichen YT, dann kommt der YouTube-Link zu meinem YouTube. Und schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und eine gute Nacht und schlaf gut. Soll ich jetzt allein weiterlaufen? Ja. Okay. Also sieht ein bisschen aus wie Red Dead Redemption, ne? Also abgesehen von den kaputten Häusern und so. Aber gerade hier so nach links sah ein bisschen, hat ein bisschen was von Red Dead Redemption gehabt. Du dann auch, das werde ich. Ich bin relativ müde heute. Ich glaube, ich werde relativ schnell einschlafen. Aber danke dir. Wait. Wer denn? Wer denn? Alter, was geht denn jetzt ab? Ich glaube, wir sollten rennen. Ich wüsste gerne, vor was wir wegrennen. Und ich wüsste gerne, ob wir wirklich vor was wegrennen oder ob das wieder alles nur in ihrem Kopf passiert hier.
Weil das ist nicht real. Das ist 100% nicht real. Oh mein Gott, diese fucking Lava kommt einfach immer näher rechts. Steh doch auf! Oh mein Gott! Können wir rennen? Können wir rennen? Ich aber die hat dieselben Augen wie wir, glaube ich. Sogar unsere Stimmen sagen, she is like us. Und ich glaube, sie hat Senuas Augen. Oh, was geht jetzt ab? Hä? Ich sag doch, der wird noch gut. Ich hab's euch gesagt. Der wird noch gut. Ich hab's euch gesagt. Und jetzt hat er unser Leben gerettet. Vor 2 Minuten habe ich's gesagt. Der kriegt ein richtig geiles Character Development und wird noch gut. Was ist, hätten sie so seine Gesichtszüge und alles nicht so auf sympathisch gemacht? Weil er sieht nicht aus wie ein Wichser. Er sieht eigentlich aus wie ein Character in einem Game, den man mag. Deswegen habe ich mir gleich gedacht, dass er noch irgendwann ein Good Guy wird. Weil die aus dem Harz, Junge, danke für den Follow. Aber ich glaube halt leider auch fast, dass er sterben wird, irgendwann im Game. Das wussten doch alle. Ach, Micha, erzähl mir doch nichts. Giants came flooding from the east, killing and eating whomever they could lay their hands on. Now some of us, we hide. You have to fight. Evilicious. And some of us use others to stem the tides. Vielen, vielen Dank für alles. Tell me, tell me. Ladybar, Große, Festbers, danke dir. Our people say he is part of it too. He believes your people are dying. There is no other way. Tell us, what are they doing? The Gode of Borgarvirki is using slaves, slaves from your lands, sacrifices. Sacrifice. He's offering them to the giants so that his people will be left. He takes innocent people. Evil. This stops now. He is a monster. You can't stand. Oh, jetzt war er wieder böse, ne? Jetzt ist er kurz wieder böse geworden. Okay, nur wir beide, damit kann ich leben. Das ist okay für mich. Haben wir echt einen Gott getötet im ersten Teil? Ich glaube nicht, ne? Was haben wir denn für einen Gott getötet?
I will kill the giant. You can't kill the giant. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir... dass wir demnächst gegen diesen Riesen kämpfen. Boah, Alter, fuck mich seine Stimme ab, Junge. Es sieht aus, als wäre das irgendeine Game-Mechanik hier mit dieser Fackel, aber okay. So, als ob sie wahnsinnig wird und dann musst du kurz zum Licht, damit sich das widerlegt oder so. Kommen wir nicht von hier? Ja doch, von hier sind wir gekommen. Hä, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ich bin verwirrt, okay. Was müssen wir jetzt machen? Wahrscheinlich irgendwas mit dieser Fackel, aber was? Den Yoga-Riesen? Warum den Yoga-Riesen? Ach so, weil der sich so komisch verrenkt hat, oder was? So, okay, sind wir nochmal bei der Fackel. Okay, okay. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier oben zurück. Die Frage ist, was hilft uns jetzt die Fackel? So, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier jetzt auf der linken Seite weiterkommen. Aha. Okay, wir haben drei Wege. Gehen wir einfach mal von links nach rechts. Oh mein Gott, was ist das denn? You can't hurt me. Alter, was war das denn? You can't keep me trapped. Hä, hätte ich hier einfach nicht lang gehen dürfen, oder was? Okay, da darf ich scheinbar einfach nicht lang, sonst sterbe ich. Na gut, okay. Warum auch immer. So, der Weg ist derselbe wie... Nee, ist es nicht. Holy shit, Alter. Thank you.
Nice. Mann, den zweiten verkacke ich immer, Alter. Das nervt mich so. Barry Timing muss ich doch so ein bisschen rausfischen. The only way to appease them is with sacrifice. Burning flesh and spilling blood. So, jetzt will ich erstmal meine Fackel wieder. So, hier sterbe ich wieder, ne? Kann das sein? Ja, ja, okay. Oh mein Gott, wie schnell! Ich bin ja instant RIP, wenn ich da lang gehe. Okay, okay, aber gut, wir hätten auch nicht in das rote Leuchten dackeln müssen. Das war jetzt auch nicht allzu intelligent. Ich wollte einfach nur ausprobieren, was da passiert. So, das war der Weg. Da leuchtet es rot. Rotes Leuchten ist schlecht. Das wissen wir jetzt. Das sieht besser aus hier. Von da oben sind wir gekommen. So, und hier gibt es auch kein... Okay, da sterben wir. Diese eine beidhändige Parry von ihr ist krass. Gab es sowas ähnliches nicht auch in Teil 1 in diesem Raum? Was meinst du mit sowas ähnliches? Sowas ähnliches wie was? Und in welchem Raum? You will never be free, never safe, unless you heed my words. You can't hurt me. I carry the light. Light fades, Senua. Light can be. The darkness is all that persists. Schlecht. Aber so ein bisschen wie in diesen Horror-Games, wo du wirklich halt verrückt wirst, wenn du zu lange im Dunkeln bist und dann musst du immer so von Lampe zu Lampe. So, hier ist soweit fein, aber... Ach so, die Fackel haben wir noch, die ist nur ausgegangen. Oh shit. Alter, wie schnell er zuschlägt, Junge. Die sind relativ stressig. Die mag ich nicht mit den großen Äxten. Die sind relativ nervig zu bekämpfen. Aber ich hab's auch... Der Parry auf Est... Ja, der war nice. Der war wunderschön. Wieder den zweiten verkackt, Alter. Mann, die scheiß Feuerschale war gerade im Weg. Nice. Alter, wie lange lebt er denn? Oh mein Gott, den habe ich ja in Grund und Boden geparried. Okay, er stirbt einfach nicht. Holy shit, warum war er so tanky, Alter? Hätte ich jetzt schwören können, ich habe den zweiten geparried. Nice, das ging schneller. Oh, keine Axt, Junge. Axt mag ich nicht. Warte mal, was? Hat der gerade meine Zeitlupe gecountert irgendwie? Know the truth, Senua. You just have to submit to me. Let me mold you, shape you, give you strength. Be my daughter again. Again. Alter, diese Stimme triggert mich langsam.
Die macht mich langsam richtig sauer. So, da lauert der Tod. Okay. Wo sie immer starb, wenn sie dem Licht zu nahe kam. Da lauert auch der Tod. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Das sagt mir jetzt tatsächlich nichts mehr, Micha. It's time to give up, child. Leave this land. No. What you did to me, I see it here. Okay, aber eine Sache interessiert mich jetzt ganz kurz. Weil, also, diese Stimme gehört ja zum Endboss von Teil 1 von diesem Game. Und das war Hela. Aber was war Hela? Die Finsternis. Eine Göttin, die über Helheim wacht. Okay, und okay, nur damit ich weiß, wem diese Stimme gehört. Weil das ist dieselbe Stimme, die wir in Teil 1 schon hatten. Im Endboss. Also im Endboss-Fight. Das ist die Stimme vom Endboss von Teil 1. Und das war sozusagen die lebende Finsternis. Be my daughter again. We must cleanse our sins with sacrifice. It is the way of the gods. Your mother sinned and was sacrificed. And the people prospered. Until you came back. Ja, Finsternis. Bringing sin with you. The gods cannot. All we can do is placate them. Slake the thirst with blood and fire. I see through your darkness now. I see through your lies, and I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. Lies, son. Your father's lies. Remember, he tried to hold you down in the darkness. The darkness. Told you there was no way out. That the gods ruled you. But you fought back. You were strong. Maybe you can fight back now. She can fight back. She can. Maybe there is a way to pull through. There is always a way to pull through the darkness. The darkness. To kill the giant. She will find a way. She is strong. Hey, aber wie die Stimmen auf einmal für uns sind. Die haben uns noch nie angeführt. Die haben immer gesagt, wir sind scheiße. She sees it now. Tell him. You are wrong, Fagrimur. The giants, they can be killed. I'm not sure I believe that. But I think if anyone can find a way, it's you. He knows we are special. Before, when I rescued you, he understood. He said you were waiting for me. He felt us coming. But I've never met you. How can he see inside you? Well, I knew someone would come. Somebody different. You are different. Somebody with the ability to look at the world and see what might be. You are special. Not what is. She's not special. And that is you. She's just like. No, she I've is seen special. You listening to the voices that we cannot hear. To the Varadir and Gandir. Voices? How does he know about us? You have the ability to see behind the veil.
You are a Sith, Connor. A seer. Whether you know it yet or not. A seer? What is this he speaks of? Do you know, Senua? Do you know this is you? Iltoiga. Where does she go when the sun is up? She brings suffering to everyone. A monster. She hides down there. Hiding. Waiting. Under the cover of the cliff. She's there most days. Just staying close. These people live in fear. Waiting for us to slip. Constant fear. Nazgul, stimmt da wirklich so aus? Shadows, you don't stand a chance. And she won't come out until it's night. You have to do something. This is why you have been called here, Senua. They shouldn't live in fear. He knows. Listen to him. Have you heard of the Hidden Folk? Hidden Folk? The Hidden Folk? Yeah. Have you heard of them? A secret people. Powerful, aloof. One of the gods or something like, but now they hide themselves in the earth. Even the giants steer clear. The giants fear them. If the giants fear them, they must hold the key to death. They hold the secret. Will they help us? Well, they have no love for man. Whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair. Although I did consume that bitter bread. He has found them. Just once. So it is not impossible. What I sought. If he can find them, you can find them. They will. They will test you. We have been tested before. They might before. Even try to kill you. But if you win their favor... We might die. Might give you what you seek. Where can I find them? They will give us what we seek. There's a rock. Close to here. Where they are said to live. Its entrance is hidden. You might find it. She will find it. They want you to? You will. I will find it. We might die down there. No. So, was ich mich aber trotzdem frage. They will give us what we seek. They are dangerous. But they will help us. Wenn der Dialog hier vorbei ist. So, gibt es, also Teil 1 habe ich so aufgefasst von diesem Game. Sie ist ein normaler Mensch, psychisch krank, aber ein normaler Mensch. Und es gibt nichts Übernatürliches. So, alles was übernatürlich ist, ist in ihrem Kopf, weil sie halt psychisch krank ist. So. So habe ich Teil 1 verstanden, dass es keine übernatürlichen Dinge gibt, sondern sie sich das einbildet, sie sieht es halt einfach, obwohl es nicht da ist. Und es wurde auch immer alles, was übernatürlich ist, in Teil 1 relativ gut erklärt, auf eine natürliche Art und Weise. Zum Beispiel, sie hat Halluzinationen, sie ist schizophren. Oder es ist einfach es war eine Metapher für irgendwas. Aber hier geht es jetzt schon sehr in dieses Riesen und was weiß ich was und... Dass ich mich frage, ob es sie wirklich gibt in dieser Welt. Also sind wir hier in der Fantasy-Welt, wo es wirklich Riesen gibt, oder ist das alles irgendwie erklärbar? Sind wir wirklich in der nordischen, also sind wir in einer realen Welt und sie bildet sich das ein und der Riese steht versinnbildlicht für ihre Angst oder irgendwie so nach dem Motto. Was ich relativ elementar finde, weil es halt einfach dann aussagen würde, ist es ein Fantasy-Game oder nicht? Hallo Chaos! Danke für deine 3 Flammenherzen. Wie geht's dir? Aber eventuell finden wir das ja noch raus. So, da müssen wir irgendwas machen. Komme ich hier hoch? Da komme ich nicht hoch, okay. So, hier können wir nichts machen und dann ist das hier eigentlich der einzige Weg, den wir momentan haben. Not just another stone. No.
Oder ist es immer noch ihr Weg aus Birim? Warte, was? Ah. Ihr Weg aus ihrem geistigen Dilemma. Ja, genau. Das meine ich ja. Also, im Endeffekt, es gibt zwei Möglichkeiten und das ist halt, dass sie sich diese Riesen und alles einbildet. Wegen ihrer Krankheit. Und die andere Möglichkeit ist, es ist halt, das Game ist so ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht. Und es gibt halt wirklich Riesen in dem Game. Hä, was? Da komme ich nicht hoch. Und da sind wir. Hä, was soll ich machen? Oh, what the fuck? Alter, was war das denn? Ich weiß nicht mal, was ich hier mache. Also es funktioniert, aber was genau ich hier mache, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich war einfach zu weit weg, aber warum gerade passiert ist, habe ich nicht verstanden. So, egal, wir haben einen zweiten Ball. So, sehr schön. Alles gut, heute 13 Euro mit Magic verdient. Freue mich, wenn sich ein Hobby ein Drittel refinanziert, dann ist es nicht umsonst. Sehr schön. Das kenne ich. Das kenne ich vom Stream. Ich habe auch immer gesagt, solange ich irgendwie Minimum mal 0 auf 0 rausgehe, ist es völlig fein, weil es macht mir Spaß und es ist dann völlig in Ordnung. Und wenn ich mal einen Monat draufzahle, dann ist es auch nicht schlimm, einfach mit Stromkosten und allem, aber... So 0 auf 0 wäre geil. Wir haben hier eine coole Zeit. Ich glaube, ihr habt euren Spaß. Ich habe meinen Spaß. Und dann ist es eine runde Sache. Ich denke auch, die Riesen sind ein Sinnbild für irgendwas. Zum Beispiel die Ähnlichkeit. So die Ähnlichkeit mit ihr. Ich glaube auch, ich finde auch, das ist ein Game hier, das sich auch an nordischen Sagen und an Übernatürlichem bedient. Aber ich glaube nicht, dass es ein Fantasy-Game ist. Also ich glaube, alles, was hier übernatürlich passiert, hat eine natürliche Erklärung. Das würde, finde ich, besser zum Game passen, wie das wirklich jetzt in der Fantasy-Welt spielt. Deswegen glaube ich auch, dass es entweder eine Versinnbildlichung oder eine ihrer Krankheit ist, zum Beispiel, oder irgendeine andere Ursache hat. So, da ist ein Ball. Boah, alter Junge. Also das Game darfst du ja auch irgendwie nicht spielen, wenn du vorher irgendwas genommen hast, ne? Dann drehst du, glaube ich, völlig am Rad. Ja, aber es, also ich finde, es sieht halt mega, mega geil aus.
Also ich finde, klar, diese Rätsel sind jetzt noch relativ einfach, wahrscheinlich, weil wir noch ganz am Rand sind. Aber ich finde die Rätsel cool. Ich finde die, wie das alles aussieht, wie das gemacht ist, von den Visuals her. Also mal unabhängig von der Grundgrafik im Game, die ja schon eine 12 von 10 ist, finde ich auch hier diese wie diese Rätsel aussehen, finde ich auch sehr, sehr geil gemacht tatsächlich. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter, hä? Ah, ich kann immer zwischen zwei Welten hin und her wechseln. Okay, okay, okay. Crazy. Ach, es sind drei. Da ist die dritte, okay. So, dann fangen wir wahrscheinlich mal mit der hier an. Zack, was ist jetzt passiert? So, jetzt können wir hier außen rum. Ah, nice, okay. Ach, ich muss immer... Okay, jetzt verstehe ich erst, was ich hier mache. Das sind so Ringe. So, und wir müssen immer durch die Ringe durchgucken, um mit dieser komischen Bubble zu interagieren. Deswegen geht es jetzt auch von hier oben nicht. So, und deswegen müssen wir hier sein, um durch alle Ringe durchzugucken, und dann erscheint dieser grüne Kreis. Das habe ich gar nicht verstanden bis jetzt. So. Und jetzt holen wir das Ding, glaube ich. Ja, okay, okay, okay. I got it. Nice. Ah, und jetzt müssen wir zurück und die Brücke, über die wir gerade hochgelaufen sind, wieder wegmachen, damit wir durchkommen. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Zack, und jetzt können wir hier durchlaufen und jetzt ist aber die Kugel unten. Cool, entspannt. 200 IQ live in action. Bring it back to them. Der Sagen-Background ist ja Teil ihrer Geschichte bzw. ihres Lebens und ihrer Kultur. Stimmt. Ist auch was dran. Weil sie ist ja damit aufgewachsen. Mit den Sagen. Und dass es Riesen gibt und alles. Also mit diesen Stories ist sie ja aufgewachsen und dementsprechend... Vielleicht denkt sie auch nur, da ist ein Riese, obwohl es... Keine Ahnung, was ist. Einfach ein großer Mensch oder ich weiß es nicht. Ich meine, es ist dann natürlich sehr extrem dargestellt, dieser Riese. Aber natürlich darf man auch ihren Zustand nicht vergessen. So, warum geht's hier nach oben? Herrin der Bälle. Ich kenne nur Herr der Ringe. Was haben wir hier oben? Ich hasse sowas. Hier ist einfach gar nichts. Hier ist einfach eine Sackgasse, Mann. Als ob ich dumm wäre. Als ob ich hier hochgehe und dann hier gar nichts. Ich. Ah, nee, warte. Wait a minute. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Alter. Das Game kann mich nicht verarschen. In the lands of your birth and in these lands too, they know that people can be taken by the secret fair ones. If you are not careful and do not keep to the pathways, you may find yourself among them. Das war's? Okay. Gibt's hier noch was? Ah, nee, nochmal dasselbe. Okay. Das ist auch so eine... In jedem anderen Game wäre jetzt da irgendwie eine coole Axt versteckt oder ein Cosmetic oder keine Ahnung was. Und hier ist einfach nur Lore. Aber trotzdem freut man sich, wenn man es findet. Aber es ist einfach nur Lore. Da komme ich nicht hoch.
auch das Wasser sieht einfach aus wie Real-Life-Wasser, ne? Ist auch krass. Also ich finde ja, Wasser sieht ja in Games grundsätzlich immer scheiße aus. Also furchtbar schwierig in Games schönes Wasser irgendwie herzukriegen. Aber das Wasser hier sieht aus wie, wenn ich rausgehe und dann eine Pfütze ist. Und was natürlich auch ein riesen, riesen Pluspunkt ist für dieses Game hier. By the way, mir fällt auf, sag mal, sind die schwarzen Balken die ganze Zeit schon da? Kriegen wir die irgendwie weg oder gehören die dazu? Vollbild? Auflösung passt? Ich glaube, die schwarzen Balken sind die ganze Zeit schon da, oder? Kann das sein? Nein, was ich gerade sagen wollte, es gibt kein HUD, es gibt keine Gesundheitsbalken, es gibt kein Kompass, keinen Questmarker oder irgendwie sowas. Und das macht, das ist sehr immersiv, finde ich. Es ist kein Open-World-Game, nein. And the merchants complained bitterly. Seeing a great fire blazing on the other side of the strait, Grettir said he would swim over to fetch it. He took off his clothes and struck out across the water, wearing nothing but a cloak. Der Vorgänger hatte die, glaube ich, auch. Da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr dran. Mir ist es jetzt erst hier aufgefallen mit diesen schwarzen Balken. Bei Teil 1 weiß ich es gar nicht mehr. Könnte ich jetzt gucken auf meinem YouTube. Aber ist auch egal. Ich muss sagen, an sich mag ich sowas nicht, wenn du schwarze Balken hast. Aber hier habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt. Yes, she can still hear them. She can. We can follow them. You have to follow them now. Weißt du, wie umfangreich das Game ist? Bezogen auf die Länge, meinst du, Nighty, oder was? Also an Spielstunden, wie lange du brauchst, oder? Nee, weiß ich nicht. Ich gucke aber selten nach, bevor ich ein Game spiele. Ich gehe meistens einfach blind rein. Aber ganz ehrlich, bei der Grafik hier, bei der Grafik hier, oh mein Gott, wie schön es schon wieder aussieht, und der Qualität, vermute ich leider, dass es nicht allzu lang ist. So, jetzt haben wir zwei Wege. Wir können einmal da runter oder wir können hier hoch. Weil ich glaube, das Game hier war unendlich teuer zu produzieren. So wie es aussieht. Also so wie dieses Game aussieht, war das Game unendlich teuer zu produzieren. Und deswegen vermute ich leider, dass es nicht allzu lang sein wird. Der erste Teil war auch überschaubar vom Umfang, vom Umfang, ja. Oh, scheiße, da ist dieses rote Licht, das uns tötet. Aber was ist der Plan? Hallo Daniel, grüß dich. Schön, dass du da bist. Das stimmt, Teil 2 auch. Ja, aber ist auch für mich tatsächlich völlig in Ordnung. Weil, ganz ehrlich, du merkst, in dem Game steckt Liebe zum Detail. Du merkst, in diesem Game steckt wahnsinnig viel Geld. Weil es ist einfach so, sowas hier zu produzieren, kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Es ist einfach so.
Und lieber habe ich ein kurzes Game, aber das extrem atmosphärisch ist, das extrem gut gemacht ist, das extrem geil aussieht, als ein langes Game, das einfach kacke ist. Also lieber ein kurzes Game mit Qualität, als ein langes Game, wo halt irgendwie so ohne Liebe... Oh mein Gott. Du Wichser, habe ich mich erschreckt, Alter. Also, ja, gib Parry, Junge, dafür, dass du mich erschreckt hast. Nochmal geparried. Und RIP. Nee, wisst ihr, wie ich meine? Also Qualität, Qualität vor Quantität. Oh, den hätte ich... Scheiße. Was mache ich gegen das Feuer? Ich weiß es bis heute noch nicht. Ich weiß nicht, das Feuer kann ich nicht dodgen. Das Feuer kann ich irgendwie... Ich kann nichts dagegen machen. Ich bin extrem verwirrt. Warte mal. Warte mal, hier stimmt irgendwas nicht. Nice. Das Game ist aber in seiner Art her ein Kunstwerk. Ja, das meine ich ja. Genau das meine ich. Und ganz ehrlich... Wie viele Games zockst du und nach 3 Wochen später fragst du dich... Warte mal, hat das jetzt funktioniert? Und 3 Wochen später fragst du dich irgendwas zu dem Game und du kannst dich einfach nicht mehr dran erinnern. So, und das hier ist halt ein Game, das einfach in Erinnerung bleibt. Weil es halt einfach krass ist. Es ist halt einfach was Besonderes. So, und jetzt zock mal irgend so ein generic Standard-Game. Da hast du einfach nach einer Woche schon vergessen, wie, was weiß ich was, wie irgendwelche NPCs heißen oder so, weil es einfach null in Erinnerung bleibt. So, die Frage ist nur, wo ist die dritte Kugel? Da oben, ne? Kann das sein? Ah, ja, Tatsache. So, jetzt ist sie da. Die Frage ist nur, hä? Ah, wait a minute. Nee, warte, hä? Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss hier irgendwie eine Brücke machen oder so. Ah, jetzt habe ich da einen Übergang. Okay, warte, soweit so gut. So, und jetzt brauchen wir, glaube ich, da oben den letzten. Das Spiel soll cinematisch wirken. Nein, das tut es auf jeden Fall auch. Warte mal. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Okay, vielleicht hat die Reihenfolge nicht gepasst. So, was ist, wenn wir erst so machen? So, genau, jetzt kann ich nämlich hier lang laufen. Ja, echt so, sehe ich genauso. Ich fand's mega geil. Ja, ich auch. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon hart gefühlt. Ach, oh mein Gott, ich habe nicht gecheckt, was das macht. Okay, wir haben's.
Favot. Junge, wenn du mich noch einmal Favot nennst, dann werde ich dich auseinandernehmen, Nighty. Aber warum habe ich Brand? Ich habe die Aussage grundsätzlich jetzt nicht verstanden. Also den Zusammenhang. Ubisoft Games zum Beispiel. Grundsätzlich ja, bin ich bei dir, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich zock gerade wieder, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich zock gerade wieder offstream ein bisschen Assassin's Creed Odyssey. Bin jetzt bei 40 Stunden, ich habe einfach nochmal von vorne angefangen. Und das Game ist so geil, ne? Also das Game ist so bombastisch gut im Vergleich zu anderen Ubisoft Games. Also Assassin's Creed Odyssey, wirklich die Glanzstunde von Ubisoft in meinen Augen. Für mich das beste Ubisoft Game ever. Dieses Game ist so geil. Und ich liebe auch Open Worlds. Mir macht es Spaß, da diese Fragezeichen abzuarbeiten und dann completest du langsam die Map. Ich finde das ultra geil. Aber es darf halt auch nicht zu krass in so Arbeit ausarten. Wie das halt, also Assassin's Creed Valhalla wieder auf der anderen Seite fand ich kacke. So, da war das dann irgendwie nicht mehr so geil. Back, willkommen zurück, Micha. Willkommen zurück zu dieser wunderschönen Aussicht hier. Über den, was geht denn jetzt ab? Einfach Tsunami, Digga. Einfach Tsunami. Warte mal, muss ich hier weg? Habe ich ein Problem? Nee, oder? Junge, was geht ab? Sie wurde auserwählt. Wir wurden auserwählt. Das war der Test. Das war der Test. Ich habe irgendwie mehr erwartet. Auch die Details, ne? Dass hier so das letzte Wasser jetzt noch darunter fließt und so. Also wir wurden auserwählt von den, wie haben die genannt? Zugang zu dem Volk, genau. Aber wie hieß denn dieses Volk? Ich habe schon wieder vergessen. Wir werden es erfahren. Auf jeden Fall hat dieses Volk uns auserwählt. Wir haben die Prüfung bestanden und wird uns eventuell gegen die Riesen helfen. Ghost Recon Wildlands war auch gut. Gar nicht mein Fall. Hallo, perfekte Welt. Grüß dich. Ghost Recon Wildlands war null mein Fall. Das Game hat mir gar keinen Bock gemacht, tatsächlich. Leider. Breakpoint genauso. Ghost Recon mag ich nicht. Vom Spielstil her ist es nicht meins. Kommt man halt nur mit 200 IQ rein? So sieht's aus. Ich rewatche gerade Lost. Das habe ich vor 2-3 Jahren gemacht mit Melanie. Ich habe Lost angeguckt vor 10 Jahren oder so, wo es rausgekommen ist. Und jetzt vor kurzem habe ich es nochmal gerewatcht. War auch sehr, sehr cool. War geil. Ist eine geile Serie. Bleibt eine geile Serie. Feier ich. Die mit dem bitteren Brot. Genau die. Wie auch immer die heißen. Wir werden sie nächstes Mal erfahren. Das verborgene Volk. Danke, Daniel. Gut, dass du da bist. So. Also. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.